Bitte Abstand halten. Bitte Abstand, ja, du bitte auch. Abstand halten. Bitte Abstand halten. Und halten Sie nicht meine Kamera. Diese Gebäude, die ihr hier seht, wenn ihr einmal schaut... Hat das irgendwie einen Grund, dass ihr hier die Leute abfilmen? Ich will Sie Sie filmen jetzt unter Leute. Beobachtung schon die ganze Zeit die Leute ab. Hat das da irgendwie einen Grund? Was machen Sie? Ich bin eine Pressevertreterin. Presseausweis bitte. Haben Sie einen Presseausweis dabei? Ja, ich habe den hätte ich gerne mal gesehen. Dann wollen Sie Polizei. Ja, Polizei. Ja, ist kein Problem. Kannst du mal kurz losgehen, Polizei holen? Steht hier vorne gleich. Nochmal, ich möchte gerne deinen Presseausweis sehen. Also, lassen Sie mich bitte. Ja, dann können wir einfach deinen Presseausweis sehen. Bitte. Sie bitte Abstand von mir. Warte. Das heißt also, als das passiert war, im Namen und in Vollmacht des Veranstalters und des Leiters, und das sage ich Ihnen jetzt hier zuvor. Immobilienfirma. Versteht ihr das? Die Bundesrepublik ist vergleichbar mit einer im großen, Sie dürfen jetzt mal niemanden aus der Versammlung ausschließen. Ich habe noch nie und ich habe gesagt, hier zu filmen. Ja, Sie können hier so vergleichen. Doch, das, und das so, sage ich diese Immobilienfirma verwaltet diese Immobilie, diese Erde, die wird verwaltet. Nein, er darf das nicht. Und er zieht die Gewinne raus, das wird gebaut, ihr seht ja, da wird neu gebaut, das wird gemacht. Er soll einen Presseausweis zeigen, dann darf er auch. Dann bauen doch, wieder noch jeder muss das machen. Jeder muss das machen. Der Mann filmt hier noch. Und jetzt habe ich dieses komische Grundgesetz sagt, in der Hand. Ja? Nein. So. Der Mann ist professionell ausgerüstet und er zeigt seinen Presseausweis. 1990 hätte die Bundesrepublik Deutschland aufgelöst werden müssen. Ersatzlos. Und sorgen dafür, dass der Mann hier nicht mehr... Warum? Der will nicht mal sagen, wer es ist. Es gab den Mauerfall, es gab mit einmal ja, eine Einheitswille, ja, es gab die Freiheitsbekundung, es gab alles Mögliche. Ich bin hier der Polizei. Ja, und die ganze Welt war in ein Taumel um dieses Deutschland. Und wisst ihr, was passiert? Eine neue Verfassung. Es geht hier nicht um Teilnahme, es geht darum, dass ein Teilnehmer unablässig filmt. Ja, das sich maskiert, doch, sich nicht zeigt, sich nicht ausweist. Der Maßgabe der Umsetzung des Potsdamer Abkommens der Entnazifizierung der Person. Das hätte alles über die Maske gebracht. Jetzt auch. Alles hätte gebracht werden müssen. Jeder hätte informiert werden müssen. Mir ist es egal. Was aber dieser Mann ist nicht dafür da, um hier dokumentarisch zu berichten. Er darf hier sein und er muss nicht ausweisen. Jeder, der irgendwo öffentlich filmt, hat seinen Presseausweis. Die Verfassung scheißen wir in den Müll. Ja, dann zeigen Sie es. Gegenüber Politik. Jeder Mensch, der hier teilnimmt, darf sein Handy rausholen. Das stattdessen tragen wir Deutschland Germany als Wortmarke. Ihnen schmeckt das einfach nur nicht, als weil Sie den Mann als irgendetwas den einordnen. Ich möchte wissen, wer der Mann ist. Wissen Sie gar nicht wissen. Ja, wenn, dann machen wir das. Und wenn Sie, den Mann, wenn Sie ihn hier dran stören, hier teilzunehmen, dann holen wir hier Sie hier raus. Dann holen wir Sie hier raus und Ihre Ordner. Ich bin gar kein Teilnehmer. Ich bin hier Rechtsberater. Aus der Bundesrepublik Plänen Folge leisten. Und ich komme zu eines der übelsten Mafia-Pläne. Das komme ich noch. Wollt ihr den hören? Könnt ihr noch einen Anschluss hören? Habt ihr noch eine Weile Lust mehr zu mich auf? Ja, ich bin öffentlich hier. Dann ist das Mikro, jetzt ziehe ich mich zurück, mein Wasser, alles ist gut. Ich wollte Folgendes sagen, das ist ganz wichtig, was ich sage. Sie machen finstere Pläne, weil Sie sitzen im Knast der Reichsbahn staatlich. Alles Beamte, Polizeibeamte, echte Beamte. Und nicht so, wir haben jetzt das jüdische Forum anwesend. Ich bin hier, komm, kannst ruhig herkommen. Ich möchte erstmal was durchsagen. Keine Pressearbeit behindern, das ist ganz wichtig. Weil die Presse ist von uns oder die Medien ausdrücklich erwünscht. Ist überhaupt kein Problem. Wir sind weder medienscheu noch sonst was. Und wenn die später wieder irgendwas lügen oder hetzen, das ist ihre Sache. Damit müssen die selber klarkommen, nicht ich. Ach, ich könnte jetzt ins Biblische gehen. Ins Biblische könnte ich ja auch gehen. Was ist rechtsextremistisch, wenn man sagt, Moment, wer hat Jesus Christus verraten? Juden. Nein. Nein. Wer hat ihn verraten? Und warum ist das Problem immer noch religiös zu sehen? Aber damit haben wir nichts zu tun. Ist nur eine Frage. Ist Gott rechtsextremistisch für die Juden? Ist meine Frage, darf ich das fragen oder nicht? Eine Frage, ist Gott rechtsextremistisch? Wir reden ja nur von einem Gott oder wie viele Götter gibt es? Also ich kenne nur einen. Das ist Gott, der Schöpfer, der Allmächtige.
Den kenne ich, was anderes kenne ich nicht. Ich weiß nicht. Ach so, den anderen, den Satan, den kennen wir auch. Ja klar, den bezeichnen wir aber nicht als Gott. Ist nur der Widersacher. Was mich dabei noch interessiert beim jüdischen Forum wäre die Angst. Kann das sein, dass gewisse Leute und Kreise Angst haben um die Finanzierung von Israel? War eine Frage. Geht's darum? Ja, ich frage das ja immer wieder, ich kriege nie Antworten. Wird mal Zeit, eine Antwort zu geben. Geht es um Kohle? Ja, also, die Bundesrepublik, die Vertreter haben doch verkündet, Angela Merkel auch und so weiter, das Hauptanliegen der Bundesrepublik Deutschland und der Bundesregierung, der Bundesrepublik ist die Existenzsicherung von Israel. Das ist die Staatsräson der Bundesrepublik Deutschland. Die Existenzsicherung von Israel. So, ich kann das verstehen. Ich kann die Angst verstehen. Wenn die Bundesrepublik geht, Sie wissen doch, das ist das Provisorium. Müssen wir nicht drüber reden. Aber wenn die Bundesrepublik geht, dann müssen Sie mit mir als Verhandlungspartner vielleicht vorlieb nehmen oder anderen. Weil verlieren tut ihr so oder so. Ich sag das, warum ihr das verliert. Weil ihr lügt. Weil gelogen wird. Und Satan ist der Vater der Lügen. Und Satan und Luzifer und wie sie alle sich nennen mögen, samt den ganzen Dämonen aus der Hölle, sind besiegt. Und den Todesstoß kriegen sie auch noch. Macht nichts. Ich wollte das nur drüber stellen, dass bekannt wird.